Eine weitere Geschichte über das Vertrauen, was wir haben sollen in die Aktion des Himmels, in das Eingreifen des Himmels. Wann immer uns wir an den Himmel wenden, wird auch etwas geschehen. Wir müssen nur Vertrauen haben. Und hier geht es um eine amerikanische Protestantin, die geheilt und gerettet wird. Und das ist eine Geschichte, die erzählt Pater Rosario de Aliminusa. Und er sagt, dass Pater Clemente aus Milwaukee, also in Amerika, im Sommer 1963 Folgendes erzählte. Er war nämlich der Generalobere der Kapuziner. In den USA lebte eine ältere Dame mit einem unheilbaren Tumor. Sie war nicht katholisch. Und in der Zeit gab es noch kein Mittel gegen Krebs. Man suchte noch. Eines Tages erhielt sie von einer Freundin ein Foto von Pater Pio. Und sie sagte ihr, dieser Mönch wird dir helfen. Ein Foto. Nicht wahr? Unsere Fotos sind genau dazu da, dass sie diese Fotos solchen Menschen geben und vielleicht auch gar nicht mehr sagen als genau das. Dieser Mönch wird dir helfen. Und dann beten sie für die Person, genau wie das jetzt hier geschehen ist. Wenn sie die Fotos benötigen und noch keine haben, in der Beschreibung des Videos finden sie den Link. Sie beachtete es nicht weiter, also die kranke Frau, aber eines Nachts erschien ihr Pater Pio und sagte, werde katholisch und es wird dir besser gehen. Sicherlich, der Besuch von Pater Pio, er kann auch so geschehen, denn Pater Pio suchte sich die Menschen selber aus, beziehungsweise die Mutter Gottes zeigte ihm die Seelen, so erzählt er selber, und er nahm sich dieser Seelen an. Aber hier kann man davon ausgehen, dass natürlich die Gebete der Freundin, die ihr das Bild gab, sicherlich einen Ausschlag oder eine Rolle gespielt hat. Und daraufhin bat sie ihre Tochter, einen katholischen Priester anzurufen, der sie vorbereitete. Und sobald sie katholisch wurde, war sie geheilt. Nehmen Sie diese Bilder, verschicken Sie sie oder drücken Sie sie jemandem in die Hand und sagen Sie gar nicht mehr als, der wird dir helfen. Eine schöne Geschichte gehört gerade aus Österreich. Da hat jemand, ein Arzt, der dieses Bild erhalten hat, es aufgestellt hinter sich, genau das, was Sie hier bekommen können, und hat eine Reaktion von einem Patienten gehabt, der äußerlich nichts mit dem Glauben zu tun hatte. Und da sagte er, ach, Pater Pio, und erzählte eine ganze Geschichte von Pater Pio und wie seine Eltern Pater Pio kannten und so weiter und so weiter. Und solche Sachen werden passieren und es werden Bekehrungen passieren, wie diese hier. Dafür sind die Bilder da. Pater Pio hat eine Wirkung durch das Betrachten des Bildes. Fragen Sie mich nicht, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber es wird bestätigt durch einen seiner Mitbrüder, dass das Bild zeigen schon eine Auswirkung hat auf die Seele desjenigen, der das anschaut. Also, was gibt es für uns Besseres zu tun, als dieses Bild überall da, wo Menschen vorbeikommen, aufzustellen, damit sie in den Genuss dieser Gnaden kommen. Und dann fragt Pater Eusebio Pater Pio. Und Pater Eusebio kannte diese Geschichte. Pater, unternehmen Sie Reisen nach Amerika? Ich habe gehört, dass Sie eine Frau besucht haben, die an einem Tumor erkrankt war. Pater Pio antwortete überrascht, und woher weißt du das denn? Pater, fuhr Pater Eusebio fort, wenn Sie reisen, in welchen Sprachen sprechen Sie? Auf Italienisch, antwortete Pater Pio. Und damit ist es bewiesen, dass Pater Pio dort wieder mal in Bilokation gewesen ist bei dieser Frau. Eine weitere Gabe, die er hatte, um den Seelen zu helfen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir vertrauen müssen und uns nicht entmutigen lassen. Aber wie gesagt, das ist ein langer Prozess. Jemand, der neu ist, normalerweise hat Schwierigkeiten damit. Deswegen immer daran denken, dass das Rosenkranzgebet gebetet wird. Jeden Tag, auch wenn es trocken wird. Wir wissen einfach, dass der Rosenkranz hilft. Und wenn Sie ihn trocken beten und auch wenn Sie abgelenkt sind und so weiter und so weiter, halten Sie sich an dem Rosenkranz fest, denn der wird Ihnen helfen, immer stärker zu werden. Und bitten Sie ihn um Vertrauen und um
Durchhalten und Beharrlichkeit, das ist ganz wichtig. Vertrauen und Beharrlichkeit in die Hilfe Gottes. Diese Dame wurde von ihrem Krebs geheilt, aber vor allen Dingen wurde ihre Seele gerettet. Das ist das Wichtigste natürlich. Sie war alt und sie konnte noch ein paar Jahre leben, aber sie war katholisch und deswegen ist die Chance sehr, sehr groß, dass sie in den Himmel gekommen ist. Und deswegen gibt es ein wunderbares Gebet für die Bekehrung von Heretikern und Schismatikern vom heiligen Alfons Liguori, entnommen aus dem Buch Die schönsten Gebete des heiligen Alfons. Und das wollen wir jetzt beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O heiligste Maria, Mutter der Barmherzigkeit und Zuflucht der Sünder, wir bitten dich, dass du dich der heretischen und schismatischen Völker in Barmherzigkeit annimmst. Du, der du der Thron der Weisheit bist, erleuchte ihren Verstand, der von der Finsternis der Unwissenheit und der Sünde umhüllt ist, damit sie klar erkennen, dass die heilige katholische, apostolische und römische Kirche die einzig wahre Kirche Jesu Christi ist, außerhalb derer es weder Heiligkeit noch Erlösung geben kann. Vollende ihre Bekehrung, indem du ihnen die Gnade erlangst, alle Wahrheiten unseres Glaubens anzunehmen und sich dem römischen Papst, dem Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, zu unterwerfen, damit sie eng mit uns verbunden durch die sanfteste Bande der göttlichen Liebe nur eine Herde und einen Hirten gebe und wir alle, o glorreichste Jungfrau, für immer und ewig mit Freude singen können. Du bist es, der alle Irrlehren ausgelöscht hat. Freue dich, o Jungfrau Maria. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.